Die Bundesstraße 448 Richtung Offenbach. Hier hat es Franz Kotziba erwischt. Er kennt die Strecke genau, fährt sie fast täglich. Oh, hier war das, genau hier war das gewesen. Wir haben nicht gewusst, wer ist geblitzt. Ich hab nicht gewusst. Nur wir haben Blitz, ich hab gesehen Blitz. Ich hab gar nicht Blitz gesehen. Franz Kotziba ist sich sicher, er ist nicht zu schnell gefahren. Seine Ehefrau vermutet ein anderes Auto als Auslöser für den Blitzer. Ich habe gesehen, dass ein grünes Auto hier fährt. Ein kleines? So kleines grünes Auto. Auf einmal hat er Gas gegeben und ist vor uns so rein, schon auf dem Streichen so. Wochen später flattert ein hochoffizielles Schreiben ins Haus. Laut Bußgeldbescheid soll Franz Kotziba 71 km/h zu schnell gefahren sein. Die Folge: 3 Monate Fahrverbot, 2 Punkte und mehr als 600 Euro Bußgeld. Die Kotzibas sind fassungslos, legen bei der Bußgeldstelle Widerspruch ein. Ich habe angerufen nach Kassel und da hat eine Dame abgenommen und habe ich das geschildert, um was mir geht. Sie hat gesagt, die Geräte sind geeicht und sie ist sicher, dass die Geräte waren in Ordnung. Vor Gericht ein häufiges Argument. Sind die Geräte zugelassen und die Messvorgaben eingehalten, gilt das Messergebnis als korrekt. Ich war total fertig mit Nerven. Ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht. Ich war nervös. Hans-Peter Grün und sein Team kennen solche Fälle. Der Sachverständige wertet im Jahr tausende Messungen aus, entdeckt immer wieder Fehler. Auch bei den Kotzibas. Hier unten sieht man ganz leicht eine Ausbuchtung. Wie gesagt, da gehört schon eine gewisse Erfahrung eines Auswertebeamten dazu, zu sehen, dass hier sich was bewegt und auch hier eine Ausbuchtung ist, die nicht zu diesem Fahrzeug gehört. Hinweise, die Behördenmitarbeiter hätten erkennen müssen. Das zeigt ja, wie oberflächlich man eigentlich in den Behörden mit solchen fehlerhaften Messergebnissen umgeht. Man beschäftigt sich nicht mit den Einwänden, die da kommen. Man hätte hier frühzeitig schon eigentlich das Verfahren beenden müssen, weil man erkennt, dass der Herr Kotziba mit dieser Messung nichts zu tun hat. Der ist unschuldig. Franz Kotziba hatte Glück. Denn er wurde mit einem Gerät geblitzt, das sogenannte Rohmessdaten speichert. Das sind Daten, die es für Gutachter nachvollziehbar machen, wie eine Messung zustande kommt. Doch diese Daten werden immer seltener gespeichert. Das Problem für die Betroffenen ist ganz einfach, dass schon von vornherein verhindert wird, dass ich mich verteidigen kann. Ich will zum Beispiel die Messdatei oder andere Unterlagen und die kriege ich einfach nicht. Also kann ich weder feststellen, ob ein Messgerät ordnungsgemäß geeicht war, ob Schäden aufgetreten sind, noch kann ich die Datei prüfen auf Hinweise, ob irgendetwas jetzt hier tatsächlich schiefgelaufen ist. Rohmessdaten, für viele Gerichte nicht notwendig. Schließlich gäbe es das standardisierte Messverfahren. Verkehrsrechtsexperte Hans-Jürgen Gebhardt sieht hier Grundrechte verletzt. Es gibt den Grundsatz, dass eine Waffengleichheit bestehen muss zwischen Anklage und dem Beschuldigten oder dem Betroffenen. Und wenn diese Daten, die ja vorhanden sind, wenn die gelöscht werden, dann ist keine Waffengleichheit mehr. Und das gilt für alle Verfahren und das hat auch für Bußgeldverfahren zu gelten. Und dann darf man jemanden nicht verurteilen, wenn der keine Chance hatte, das zu überprüfen. Ob Beschuldigte nicht Anspruch haben auf die Rohmessdaten, soll in den nächsten Wochen vor dem Verfassungsgerichtshof des Saarlandes entschieden werden. Geklagt hatte ein Autofahrer, der sich der Möglichkeit beraubt sah, eventuelle Messfehler aufzuzeigen. Hans-Peter Grün hat festgestellt, immer wieder kommt es zu Fehlmessungen. Wir sehen hier typische vom Messgerät gelieferte falsche Ergebnisse. Etwa ein Hänger, der hinter seiner Zugmaschine mit 230 Stundenkilometer herfährt. Das geht gar nicht. Oder ein Radfahrer, der mit 119 Stundenkilometer gemessen wird. Die Ursache ist einfach und logisch eigentlich zu ermitteln. Es ist eine falsche Überfahrt oder ein falsches Auslösen der Sensoren. Im standardisierten Messverfahren dürfte es Fehlmessungen wie diese eigentlich nicht geben. Sie lassen an der Unfehlbarkeit des Systems zweifeln. Experten haben den Verdacht, auch pulsierende LED-Leuchten von Autos führen zu Fehlmessungen. Der für viele Gerichte scheinbar zweifelsfreie Beweis, möglicherweise doch nicht zweifelsfrei. Und das ist längst nicht die einzige mögliche Fehlerquelle. Dirk L. aus Schwerin wurde auf der A20 Richtung Lübeck mit 22 km/h zu viel geblitzt. Ich war davon überzeugt, dass ich nicht zu schnell gefahren bin. Und habe es nicht eingesehen, dass ein Bußgeldbescheid mit für mich zwei Strafen, nämlich einen Punkt
und einer Geldstrafe erlassen worden ist. Dirk L. wendet sich an einen Anwalt. Der findet mehrere Fehler beim Messvorgang. Der gravierendste? Das Messgerät war falsch eingestellt. Das ist das sogenannte Tatfoto. Aus einer Plausibilisierung konnte ja abgeleitet werden, dass die Messung nicht korrekt ist. Der Abstand zu dem Fahrzeug war so groß, dass es eigentlich auf der gegenüberliegenden Fahrbahn hätte gemessen werden müssen. Das Verfahren gegen Dirk L. wird daraufhin eingestellt. Bei einem anderen Autofahrer, den er vertritt, seien Messfehler einfach nachträglich korrigiert worden. Es ist ein Missbrauch staatlicher Gewalt letztendlich. Mittels dieser Manipulation soll ja sichergestellt werden, dass ein Messvorgang beweissicher gemacht wird und der dann auch zu einer Verurteilung des Betroffenen führt. Und das ist natürlich eine Machenschaft, die so nicht hingenommen werden kann. Bisher sind im Landkreis Nordwestmecklenburg 16 ähnliche Fälle bekannt, bei denen Daten nachträglich geändert wurden. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft Schwerin. Der Vorwurf: Fälschung von technischen Aufzeichnungen. Auch bei Franz Kotziba wurde das Verfahren schließlich eingestellt. Die Kosten für den Gutachter bekam er deshalb nicht ersetzt. Die hat jetzt seine Rechtsschutzversicherung übernommen.